Liebe Gartenfreunde, zusammen mit euch möchte ich heute dieses Hochbeet für das Frühjahr neu bepflanzen und die ersten Aussaaten vornehmen. Ich habe hier schon einen riesen Karton vorbereitet, wo ich die ersten Jungpflanzen schon dabei habe, wo ich das richtige, passende Saatgut dabei habe. Ich werde euch genau sagen, was für Sorten ihr jetzt verwenden könnt. Und das Beste wird sein, wir machen das wirklich alles eins zu eins zusammen hier. Du kannst das wirklich dann zu Hause einfach nachgärtnern. Du musst danach auch nicht irgendwie schauen, gute Nachbarn, schlechte Nachbarn, sondern ich habe das so aufgebaut, diese Mischkulturen, dass die Pflanzen sich gegenseitig füttern und unterstützen. Und du siehst, wir haben jede Menge zu tun. Deswegen starten wir jetzt gemeinsam durch. Los geht's! Was brauchen wir? Also eine Hacke. Ich habe hier meine Langstielhacke, weil ich mir nicht den Rücken verrenken will. Dann natürlich eine Gießkanne sollte dabei sein. Dann das passende Saatgut natürlich und die passenden Jungpflanzen. Da zeige ich euch aber jetzt noch nicht zu viel, sondern wir machen das wirklich alles hintereinander. Und die Infografiken sind auch so aufgebaut, dass ihr das wirklich alles eins zu eins danach machen könnt und schön übersichtlich seht. Wir lockern hier erstmal schön die Erde auf, schauen, ob hier irgendwie noch Beikraut gewachsen ist, je nachdem, ob ihr das Hochbeet im Frühjahr oder im Herbst befüllt habt. Wir machen das mal schön locker jetzt hier alles. Das solltet ihr auf jeden Fall auch machen, nochmal schön durchhacken. Ja, und das soll vor allen Dingen ein Video für alle Gartenanfänger sein, die jetzt vielleicht diese Saison das erste Mal einen Garten haben. Und ich sehe es bei meiner Schwägerin zum Beispiel, da tauchen Fragen auf, die hat man jetzt als erfahrener Gärtner überhaupt nicht mehr so auf den Schirm. Von daher werde ich dir wirklich alles ganz genau erklären in diesem Video. Also wie gesagt, wir lockern jetzt die Erde auf, dann kann man das so ein bisschen ausbreiten, dass das schön locker ist, dass das schön gleichmäßig ist. Und dann hat man schon die Grundlage für eine erfolgreiche Bepflanzung und die ersten erfolgreichen Aussaaten geschaffen. Und jetzt kann es natürlich auch nachts noch Fröste geben, leichte Fröste. Und von daher werde ich die Kulturen, die ich hier aussehe und die ich hier auspflanze, jetzt mit einem Kälteschutzvlies in der Nacht schützen. Das funktioniert dann wie unser Frühbeetaufsatz. Also das wird nachts runtergeklappt. Die Kulturen sind vor der Kälte geschützt und tagsüber wird es aufgemacht. Und so könntet ihr das vielleicht auch machen hier. Das Kälteschutzvlies kommt nachts auf das Hochbeet drauf und am Tag kommt es einfach weg. Und dann sind die Kulturen auch gut vor der Kälte geschützt. Die Hochbeeterde ist plan gemacht. Jetzt empfehle ich euch einfach noch mal kurz mit der Gießkanne kurz drüber zu gehen, das nochmal anzufeuchten, die Erdoberfläche. Und dann sind wir eigentlich schon startbereit für die ersten Aussaaten. Zwei Dinge möchte ich euch nochmal auf den Weg mitgeben, bevor wir starten. Also, wann könnte man diese Aussaaten vornehmen? Also ich empfehle es euch so die erste bis zweite Aprilwoche, je nach Region, wo ihr wohnt. Wenn ihr jetzt natürlich im Alpenvorland wohnt, dann solltet ihr noch ein bisschen mehr warten. Wenn ihr vielleicht in der Region Köln wohnt, wo es ein bisschen wärmer ist das ganze Jahr, dann könnt ihr das vielleicht auch schon in der letzten Märzwoche machen. Und schon ist es soweit, wir können die erste Kultur ins Hochbeet im Frühjahr einsehen und du siehst, das sind Möhren, die wir jetzt einsehen können. Da nehme ich immer so ein kleines Holz, so einen kleinen Holzklotz hier und damit fahre ich einfach hin und her und damit kann ich eine schöne Saatrille formen. Ihr solltet jetzt im zeitigen Frühjahr wirklich darauf achten, dass ihr Sorten von Möhren nehmt, die für den frühen Anbau geeignet sind. Also ich nehme hier die Amsterdam 2, dann ist da noch zum Beispiel die Pariser Markt zu nennen, die gelbe Gochsheimer oder die Sorte Milan. Ich habe euch das alles nochmal in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das nochmal ganz genau anschauen. Und wir sehen jetzt hier zusammen die ersten Möhrensamen ein. Ich sehe die immer relativ dicht. Die kann ich dann später, wenn die Möhrenpflanzen rausschauen, schön vereinzeln. Wenn ihr nach einer Woche keine Möhrenpflanzen sprießen seht, macht euch keine Sorgen. Das kann 3 bis 4 Wochen dauern. Also bitte da die Reihe genau markieren, dass man wirklich weiß, wo man die Möhren ausgesät hat. Wenn wir die Saatreihe zugemacht haben, nehme ich hier ganz gerne diese Holzmesser und dann schreibe ich einfach da drauf Möhre. Ich garantiere euch, wenn ihr das nicht macht, ihr habt so schnell vergessen, wo ihr die Möhren ausgesät habt, die findet ihr im Leben nicht mehr und hackt die bestimmt aus Versehen weg. Von daher wirklich gleich dort an der Stelle, wo ihr ausgesät habt, die Reihe mit dem Messer oder mit einem Holzstück markieren. Und die Möhren sind ins Hochbeet eingesät. Jetzt wird es Zeit für die nächste Kultur. Und das sind Zwiebeln, die wir direkt daneben stecken können. Und das hier sind die Stuttgarter Riesen. Das sind gekaufte Steckzwiebeln. Wenn ihr eigene vorgezogen habt, könnt ihr die natürlich auch nehmen. Welchen Abstand nehme ich jetzt zu den Möhren? Ja, ich mache das immer, ehrlich zu sein, immer nach Gefühl. So. Irgendwann kriegt man so ein Gefühl dafür. Aber wenn ich jetzt hier mal so den Zollstock anlege für euch, würde ich sagen, wenn ihr da 20 cm Abstand zu den Möhren habt mit den Zwiebeln, ist das völlig in Ordnung. Hier seht ihr die Möhrenreihe, 20 cm. Zack.
10 cm die nächste Zwiebel. 10 cm die nächste Zwiebel. Und so weiter. So, das ist die letzte Zwiebel. Dann mache ich das immer noch gerne so ein bisschen Erde drüber, dass die Zwiebel ein bisschen geschützt ist. Manchmal, wenn er am Morgen ins Hochbeet kommt und die irgendwie auch hier auf der Erde liegt, dann war hier irgendein Vogel und hat versucht, die aus der Erde zu holen oder hat die rausgepickt. Von daher immer ein bisschen mit Erde bedecken und dann passt das. Ja, Freunde, und bevor wir zur nächsten Kultur kommen, Zwiebel und Möhren sind richtig gute Nachbarn. Das ist eine richtig gute Mischkultur, egal ob im Hochbeet oder im Freiland, weil die halten sich gegenseitig die Möhrenfliege und die Zwiebelfliege vom Leib. So kommen wir zur nächsten Kultur, die wir jetzt neben die Zwiebeln pflanzen oder in dem Fall stecken könnten. Das wäre Knoblauch. Das ist optional, das könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Du siehst, wir haben da hinten schon jede Menge Knoblauch in dem anderen Hochbeet. Also ich mache es nicht, aber wie gesagt, beim Knoblauch nehmt ihr einfach die Zehen und steckt die wieder 20 cm neben den Zwiebeln in die Erde. Zwischen den Knoblauchzehen empfehle ich euch einen Abstand von 15 cm. Wenn er jetzt natürlich sagt, ja Robert, 15 cm, ich baue Riesenknoblauch an, ja dann machst du halt einfach 20 cm. Und als kleine Sortenempfehlung empfehle ich dir Flavor oder den Kledor. Das sind wirklich sehr frühe Sorten und die haben auch einen richtig tollen Geschmack. Wir sind schon ganz gut vorangekommen, also wir haben wie gesagt die Möhren eingesät, die Zwiebeln eingesät, den Knoblauch optional könnt ihr hier einsehen. Das habe ich jetzt nicht gemacht und 15 cm neben dem Knoblauch würde es dann mit der nächsten Kultur weitergehen. Und wir nehmen wieder unser kleines Brettchen und machen hier wieder eine schöne Saatrille. Und die nächste Kultur, die wir jetzt hier in die gerade gezogene Saatreihe einziehen, sind Radies. Und da empfehle ich euch auch die frühen Sorten. Also ich benutze jetzt hier die Flamboyant 2, da gibt es noch die Saxa 2, da gibt es dann noch die Eiszapfen, da gibt es die French Breakfast. Also da gibt es jede Menge frühe Sorten. Und da habt ihr schon nach 6 bis 8 Wochen die ersten kleinen Radies oder die ersten kleinen Radieschen auf dem Teller. Und das ist doch wirklich eine tolle Sache. Also Radieschen ist wirklich eine total leichte Kultur. Und die könnt ihr jetzt hier einfach so schön einsehen. Und was ist der nächste wichtige Schritt? Genau wieder die Saatreihe markieren, dass wir wissen, wo wir unsere Radies ins Hochbeet eingesät haben. Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat dir bisher so gefallen. Ich hoffe, das ist ja auch nicht zu langwierig, aber wie gesagt, ich wollte es ja mal wirklich für die Gartenanfänger einfach ein bisschen ausführlicher machen. Wenn du denkst, okay, das Video ist ganz gut, das könnte ein Freund oder eine Freundin helfen, dann teile doch gerne das Video, schickst du einfach per WhatsApp oder per Telegram. Das wäre total toll. Ja, Freunde, und während ich hier die nächste Saatrille ziehe und du vielleicht denkst, okay, wo soll ich denn dann aber meine Chili-Pflanzen Mitte Mai und meine Paprika-Pflanzen Mitte Mai hinpflanzen? Mach dir keine Sorgen, alle Gemüsekulturen, die wir heute hier aussehen oder auspflanzen, werden Mitte Mai abgeerntet sein. Das bedeutet, das Hochbeet ist dann fast leer wieder. So, von daher werden wir, ich überlege mal, so ungefähr in der ersten Maiwoche ein Video machen, wie wir gemeinsam wieder das Hochbeet für den Sommer bepflanzen. Da kannst du das wieder alles ganz einfach Stück für Stück nachgärtnern. Da brauchst du nicht in Büchern schauen nach guten Nachbarn, schlechten Nachbarn, Mischkulturen, Sorten und so weiter. Das mache ich alles für dich und du kannst das dann ganz einfach Schritt für Schritt nachmachen. Also vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, dass du das Video nicht verpasst. Und vielen Dank dafür. Und das nächste Gemüse, was wir jetzt hier im Hochbeet anbauen, sind Erbsen. Nämlich in meinem Fall, ich baue jetzt Zuckererbsen an, aber bitte Achtung, ich werde später nur die Erbsentriebe ernten. Also ich werde die nicht groß werden lassen und dann die Schoten abmachen, sondern nur die Erbsentriebe abmachen. Wenn ihr sagt, okay, ich will richtige Erbsen im Hochbeet haben, dann empfehle ich euch die Sorte Wunder von Kelvedon. Das ist eine Markerbsensorte, die sehr niedrigwüchsig ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier im Hochbeet Erbsen habt, die 2 Meter hoch werden, dann schattet das natürlich alles ab. Das ist nicht der richtige Ort. Aber wenn ihr so eine niedrigwüchsige Erbsensorte habt, dann passt das. Und noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Erbsensorte Wunder von Kelvedon im Hochbeet anbauen wollt, braucht ihr natürlich eine Rankhilfe. Müsst ihr euch bauen, habe ich ein Video mal gemacht, kannst du gerne dir in der Beschreibung anschauen. Ich nehme da immer so gerne so Hasendraht, wird das genannt. Ihr könnt auch Armierungen vom Bau nehmen, ihr könnt euch einen Zaun bauen, ihr könnt Äste nehmen, was auch immer ihr wollt. Da könnt ihr wirklich flexibel sein und könnt eure Fantasie da wirklich freien Lauf lassen.
Und da das ein Video für Gartenanfänger sein soll, möchte ich euch noch was erklären. Also wenn ihr keine Erfahrung mit Erbsenanbau habt, wenn ihr jetzt hier eine Ranghilfe bauen wollt, also hier wäre dann euer Erbsenzaun, wo die Erbsen sich nach oben klettern können, dann könnt ihr natürlich auch hier noch eine Reihe Erbsen sehen. Also ihr habt dann hier eine Reihe Erbsen und die wachsen dann in Richtung Zaun und wachsen dann schön am Zaun hoch und irgendwann blühen die und werden reif und dann werden Schoten gebildet. Ich habe jetzt hier tatsächlich nur eine Reihe Erbsen gesät, weil ich ja wie gesagt die Erbsenspitzen abschneiden will, wenn die ungefähr 10 cm groß sind und nur als Salat essen möchte. Und jetzt ist der Spinat an der Reihe. Und da empfehle ich euch die Sorte Matador oder die Sorte Turin. Das ist eine verbesserte Sorte von Matador, die ist noch ertragreicher. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, den Matador, mache die Tüte auf hier und dann könnt ihr Spinat entweder breitwürfig sehen. Das bedeutet, ihr könnt hier ein bisschen die Erde wegmachen und den einfach so hier verstreuen oder ihr könnt den in Reihe sehen. Ich mache das mal hier im Hochbeet in Reihe, weil das einfach dann schöner ausschaut und seht die Spinatsamen hier ein. Könnt ihr ein bisschen dichter machen, der sucht sich seinen Platz und wenn ihr die ersten Spinatpflanzen abgeerntet habt, macht das Platz für die nächsten Spinatpflanzen, die noch nicht so groß geworden sind. Ja, der Spinat ist eingesät und das war immer noch nicht alles. Wir haben immer noch zwei Kulturen vor uns, die hier jetzt ins Hochbeet gepflanzt werden können in dem Fall. Und das ist wirklich jede Menge, was jetzt schon Ende März, Anfang April in so ein Hochbeet gesetzt werden kann, wenn man sich das mal so überlegt. Du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was du jetzt schon alles in dein Hochbeet gepflanzt hast, vielleicht was du auch schon ins Freiland gepflanzt hast. Das würde vielleicht die Community auch mal interessieren. Und wir machen jetzt mit den Salaten weiter. Das ist nämlich die nächste Kultur, die neben den Spinat gepflanzt werden kann. Und das ist einmal der Lollo Rossa und das ist einmal der Lollo Bionda. Das sind zwei Pflücksalate, die jetzt hier ins Hochbeet gesetzt werden können. Und das sollte man nicht zu dicht machen. So ungefähr 4 Pflanzen hintereinander in einer Reihe, Abstand ungefähr, ja, sagen wir mal 25 cm. Zum Spinat machen wir 25 cm, da hat das alles genügend Platz und die pflanzen wir jetzt mal hier gemeinsam ein. Und das ist jetzt natürlich hier kein Hexenwerk, also wir machen ein kleines Pflanzloch. Dann gieße ich gerne noch ein bisschen Wasser in das Pflanzloch, dass die Pflanze sehr gut anwachsen kann. So, dann kommt die Jungpflanze rein. Der Salat sollte auf keinen Fall zu tief gesetzt werden. Also Salat sollte immer im Wind flattern. So muss man sich das vorstellen. Wenn er zu tief gesetzt wird, dann kann es da zur Fäule kommen. Und da ist euer Salat dahin. Von daher sollte schön die Wurzel oder dieser Wurzelbereich sollte schön frei sein, auf jeden Fall. So, eingepflanzt und weiter geht's mit dem nächsten. Der Salat ist eingepflanzt, hier brauchen wir auch keine Markierung. Ich glaube, da sehen wir, dass das Salat ist. Und dann ist die letzte Gemüsekultur, die wir jetzt als Jungpflanze einpflanzen, sind Kohlrabi. Unschwer zu erkennen, das sind Jungpflanzen, die habe ich mir heute geholt. Das ist einmal der blaue, das ist Azur Star und der weiße, das ist der Kohlrabi Lanro. Müsst ihr mal schauen, was da vielleicht eure Gärtnerei hergibt. Ich hatte dieses Jahr fast keine Zeit gehabt, das vorzuziehen. War mit dem Gartenwechsel, mit meinem Jobwechsel und so alles viel zu stressig. Von daher habe ich mir jetzt mal die Jungpflanzen gekauft. So eine Jungpflanze, 30 Cent. Bevor wir jetzt natürlich die Kohlrabi-Pflanze einpflanzen, müssen wir natürlich den ausreichend Abstand zum Salat haben. Und da empfehle ich euch wirklich, den Abstand nicht zu gering zu wählen. Also ich würde einfach mal sagen, 50 cm zum Salat sollte ausreichen, weil wenn der Kohlrabi anfängt mit wachsen, ja, das wird schon eine stattliche Pflanze, ne? Und beim Kohlrabi wieder das gleiche Spiel, ein kleines Pflanzloch ausheben. Ein bisschen Wasser rein, die Kohlrabi-Pflanze hineinsetzen, auf keinen Fall wieder zu tief. Die muss auch schön frei sein, der Wurzelbereich andrücken und das wird dann am Ende alles nochmal kräftig angegossen und gut ist. So, die Kohlrabi-Pflanzen sind eingepflanzt. Ich habe nur 3 jetzt in die Reihe bekommen.
Abstand zwischen den Kohlrabi-Pflanzen 25 cm, dass die schön Platz haben. Der kleine Kohlrabi, den wir hier haben, der kommt noch ins Frühbeet. Wir haben die ersten Pflanzungen und Saaten im Hochbeet hinter uns gebracht und können in die neue Gartensaison starten. Wir haben angefangen mit den Möhren, dann haben wir die Zwiebeln gesteckt. Optional hätten wir auch noch mal den Knoblauch stecken können. Dann die Radies. Als nächstes kommen die Erbsen, die wir als Erbsentriebe ernten werden. Als nächstes dann der Spinner, der Matador, den wir hier eingesät haben. Und weiter geht es unschwer zu erkennen mit den Lollosalaten und zu guter Letzt die Kohlrabi. Zum Angießen der Jungpflanzen empfehle ich dir so eine kleine Kanne, dann schön im Wurzelbereich gießen. Die Aussaaten kannst du dann mit der großen Brause einmal drüber gehen. Wie gesagt, nicht vergessen, abends das Hochbeet jetzt noch Ende März, Anfang April mit einem Kälteschutzvlies abzudecken, dass die Jungpflanzen keinen Schaden erleiden. Ich habe dir da noch mal eins in der Beschreibung verlinkt, kannst du dir gerne mal anschauen. Und wenn du jetzt vielleicht gerade dabei bist, Tomaten zu pikieren und nicht so richtig weißt, wie das geht, dann empfehle ich dir das Video vom letzten Jahr. Da habe ich dir das alles noch mal ganz genau erklärt. Findest du hier irgendwo. Vielen lieben Dank. Bis bald. Euer Robert von Autorando. Ciao.